Bevor das Video beginnt oder das Intro, wollte ich euch mal kurz sagen, dass also ich mache ein Short-Video-Bedwars. Und zwar, also ich habe mir so ein Format oder so überlegt, wo ich manchmal auch so kurze PvP-Videos mache, weil manche haben natürlich auch nicht so viel Zeit, um zum Beispiel so ein 10-Minuten-Video oder 9 Minuten oder 14 Minuten und so weiter, das halt anzuschauen. Deswegen dachte ich mir so, ey, ich mache mal ein Format, wo ich auch so manchmal auch kurze Videos mache. Ich glaube, das ist auch nice, weil das kommt auch gut an für manche, die halt nicht so viel Zeit haben. Und ja, das wollte ich noch mal kurz sagen. Viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir sind auch schon in der ersten Runde. Ich habe auch so privat sehr lange nicht mehr etwas gespielt, deswegen kann es auch sehr spannend werden. Ich dachte gerade, wo ist der Gegner, aber der ist irgendwie schon verfallen, keine Ahnung. Nice. Wir haben die Bett bekommen und geblockt, safe zum Glück. Es sind nicht so viele Leute auf Bed Wars halt online, deswegen muss ich schauen, wie ich das mache. Weil da muss ich halt die Qs dauern halt einfach so lange. Jetzt fragt er mich einfach im Chat irgendwie 1 vs 1. Nach 1 vs 1, ob wir irgendwie 1 vs 1 machen können. Wenn er so gewinnt, dann bin ich sauer. Wo will er denn 1 vs 1 machen? Wo will er gewinnen? Naja, GG auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich gesagt habe, dass halt nicht so viele Leute online sind, denke ich, dass ich jetzt gegen die meisten Spieler kämpfen, dieselben Spieler kämpfen werde. Deswegen ist, ja, keine Ahnung, ne? Glück ist aber ein anderer Spieler und ja. Spiel von dem Gegner und ich bin tot. Dass ich sofort sterbe. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt von außen kommen, ansonsten werden wir sterben. Nein, es läuft nicht so, wie es sollte. Lol. Ich weiß nicht warum, also ich hatte in meinem Kopf gehabt, dass vorgab, dass ich ihn irgendwie runterkicke, aber es hat irgendwie gar nicht geklappt. Halt so 0, 0, 0, gar nicht. Seine Range ist irgendwie voll komisch. Ich weiß nicht, sieht so komisch aus. Sag doch irgendwas komisch an seiner Range. Ich check's nicht, irgendwie, ich weiß selber nicht. Guck mal, was ist das, hä? Komisch, dieser Gegner. Ich werde jetzt extra einen Test machen und schauen, okay, hat er irgendwelche Cheats oder ob das ein Legend-Spieler ist. In deinem Test kann ich das machen. Digga, was ist mit seiner Range? Er schreibt auch noch easy. Also, ihr könnt selber mal in die Kommentare schreiben, ob das ein Legend-Spieler war. Ich denke ehrlich gesagt nicht. Man sieht auch an seinen Stats, also ich denke höchstwahrscheinlich, dass er ein Hacker ist, nur zum Info, weil. Schaut euch mal die Matches und Wins an. Er hat 9 Matches, 9 Wins. Ich denke höchstwahrscheinlich, dass er ein Hacker ist. Und denken ja. Aber wie gesagt, es geht nicht um ein. Es geht nicht um Hackerjagd oder so, sondern es geht um die Aufnahme an sich mit dem Fall. Deswegen, nächste Runde. Okay, Leute, nächste Runde nach. So, legit, ich habe circa 5 Minuten gewartet oder so. Das ist irgendwie sehr krass. Aber ja. Ich bin tot. Schade. Alles klar. Was war das denn gerade für ein Hit? Ah, yo, wie viel Pech habe ich denn dran? Problem ist, den werde ich nicht haben. Heute habe ich echt keinen guten Tag, Mann. Er muss jetzt einfach nur runterkommen und dann fighten wir. Er hat mich. Schaden der manchmal auch macht. Ne? Manchmal macht er so low Schaden und dann kommen solche ultra kranke Hits oder so. Die machen dann einfach 10 Millionen Schaden. Gefühlt. Die haben sein Bett endlich. Da steht 2 zu 1 für den Gegner. Nice. Okay, er steht 2 zu 2. Damit ich wenigstens irgendwas sage, weil ich weiß selber nicht mal, was ich sagen soll. Bei den Videos, die ich halt immer aufnehme.
jeden Fall haben wir gewonnen. Let's go. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like oder ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen uns irgendwann mal wieder. Tschüss.